Wir können vertraulich nun plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein, ich darf bei der Arbeit nicht zögern. Ein Wörtchen, du trotzige Du. So sprich nur, ich höre ja zu, ich höre ja zu, ich höre ja zu. Wenn du mir nicht freundlich erblickest, so bring ich kein Wörtchen hervor. Wenn du dich nicht in mich schickest, verstopf ich mir volles dazu. Ich habe zum Weib dich gewählt, verstehst du? Das ist ja doch klar. Und wenn mir dein Ja-Wort nicht fehlt,
was meinst du? So sind wir ein Paar. Wir könnten in wenigen Wochen. Recht schön, du bestimmst schon die Zeit, du bestimmst schon die Zeit. Wir könnten in wenigen schön, Wochen. Du schon in die Zeit. Wenigen, schön, wenigen schön, Wochen. Du bestimmst schon die Zeit. Zu denken, das ewige Pochen. Bin ich doch endlich befreit. Die so hart sein Leben, sein Leben in der Brand. Ich weiß, dass der Arme sich quält. Es tut mir so leid, doch nur in mir. Wo war ich? Sie sieht mich nicht an. Da ist er. Er fängt wieder an. Wann wirst du das Jawort mir geben? Es könnte ja heute noch sein. Oh weh, er verbittert mein Leben. Jetzt, morgen und immer. Und immer und immer. Nein, nein. Und immer nein, 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 nein. Du bist doch wahrhaftig und streit. Kein Wünschen, kein Bitten, kein Bitten, kein Bitten geht ein. Ich muss ja so hart mit ihm sein, er hofft bei dem mindesten Schein. So wirst du dich nimmer, nimmer bekehren. Was meinst du? Du könntest nun gehen. Wie? Dich anzusehen? Dich anzusehen, dich anzusehen, willst du mir wehren? Auch das noch, nein, auch das noch. Du hast mir so oft da versprochen. Versprochen? Nein, das geht so weit, das geht so weit, das geht so weit. Du hast mir so oft da versprochen. Nein, das geht so weit, so oft da versprochen. Nein, das geht so weit. Hörst du? Der Vater ruft im Garten. Lassen wir ihn ein wenig warten, Marceline. Also, um auf unsere Liebe zu kommen. So geh doch. Der Vater wird sich nach Fidelio erkundigen wollen. Jacchino, hörst du nicht? Ich komme schon. Bleib hier. In 2 Minuten bin ich zurück. Der arme Jacchino dauert mich. Kann ich es aber ändern? Ich war ihm sonst recht gut. Aber seit Fidelio in unser Haus kam, ist alles in mir und um mich verändert. Ich bin.
Noch nicht zurückgekommen? Nein, Vater. Es ist an der Zeit, dass ich dem Gouverneur die Briefschaften bringen muss, die Fidelio abholen sollte. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Da ist er ja schon. Na, Fidelio, diesmal hast du dir aber viel aufgeladen. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig ermüdet. Der Schmied hatte auch in den Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubte, er würde nicht damit fertig werden. Sind sie jetzt gut? Gewiss. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Wie viel kostet alles zusammen? 12 Piaster ungefähr. Alle Wetter, du bist ein kluger Junge. Du kaufst alles wohlfeiler als ich. Der Schelm gibt sich alle diese Mühe offenbar nur meiner Marceline wegen. Ich suche zu tun, was mir möglich ist. Ja, ja, du bist ordentlich und verständig. Sei versichert. Dein Lohn wird nicht ausbleiben. Oh, glaubt nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes wegen täte. Still. Meinst du, ich könnte dir nicht ins Herz sehen?
Fidelio, wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es bald tun, lieber Vater? Ei, ei, wie eilig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla abgereist ist, gebe ich euch zusammen. Darauf könnt ihr rechnen. Den Tag nach seiner Abreise? Oh, welch neues Verhängnis. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Lieber Vater, ich... Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten Haushaltung gehört. Man braucht auch... Hat man nicht auch Gold beineben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig lädt sich fort das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt, da hält man das Schicksal gefangen und Macht und Liebe, verschafft ihr das Gold und stehe das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht fürs Gold. Es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldes, goldes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächelt der Zufall euch gnädig und hold und segne und lenkt euer Streben, das Liebchen im Arme, das Liebchen im Arme, im Beutel das Gold, so mögt ihr viel Jahre durchleben, so mögt ihr viel Jahre durchleben,
Das Glück dient wie ein Knecht für Sold. Es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold. Das könnt ihr leicht sagen, Meister Rocco. Aber ich behaupte, dass die Übereinstimmung zweier Herzen die wichtigste Quelle des wahren Glückes ist. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde. Aber mit Kummer sehe ich, dass ich es durch alle meine Bemühungen nicht erhalten werde. Und was wäre das? Euer Vertrauen? Verzeiht mir diesen kleinen Vorwurf. Aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben ganz außer Atem und der Matte zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Ich könnte euch bei eurer Arbeit helfen und eure Beschwerden teilen. Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sein mag, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Es sind aber zu viele in dieser Festung. Du arbeitest dich ja zu Tode. Man muss sich für seine Kinder zu erhalten suchen, lieber Vater. Ja, ja, ihr habt recht. Der Gouverneur ist zwar sehr streng, aber vielleicht wird er mir doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast, Vater? Du hast es erraten. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf 1 hinaus. Nun, er wird sich nicht lange mehr quälen. Seit einem Monat muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion täglich kleiner machen. Kein Licht, kein Strom mehr, nichts. Vater, führe Fidelio nicht zu ihm. Diesen Anblick könnt ihr nicht ertragen. Warum denn? Ich habe Mut und Stärke. Gutschen gut, hab immer Mut, hab immer Mut, dann wird dir's auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart, bei fürchterlichen Dingen. Glücklich sein.
glauben, dass du mit mir die Arbeit teilst. Der Gouverneur soll heute erlauben, dass du mit mir die Arbeit teilst, mit mir die Arbeit teilst. Ich bin ja bald des Grabes heute. Ich brauche Hilfe, es ist ja vor. Ach, lieber Vater, es bald des Grabes, des Grabes heute. Was fällt euch ein? Ich glaube, hilf, es ist ja wahr. Dein Freund und Rater, ich brauche hilf, ist dir und sei mir, es ist ja wahr. Auf der Hut, dann geht es gut, gestillt, gestillt wird euer Sehnen. Nur auf der Hut, nur auf der Hut, gebt euch die Hand und schließt das Band. Und schließt das Band. Ein Marsch kündet die Ankunft des Gouverneurs der Staatsgefängnisse der spanischen Regierung an. Ein starkes Detachement Soldaten zieht zu seinem Schutz auf. Pizarro betritt den Gefängnishof. Die Tore werden sofort wieder geschlossen. Thank you.
Rocco, ist etwas Neues vorgefallen? Nein, Herr Gouverneur. Wo sind die Depeschen? Hier sind sie. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Wenn ich auf alles das achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Was sehe ich? Mich dünkt, ich kenne diese Schrift. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Gott, wenn er entdeckte, dass dieser Floristan, den er längst tot glaubt, hier in Ketten liegt. Er, der mich vor dem Minister enthüllen, mir seine Gunst entziehen wollte. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen. Zu sein. Nun ist es mir gefallen, den Mörder selbst zu erwarten. Nun ist es mir gefallen, den Mörder selbst zu erwarten, den Mörder selbst zu erwarten. Ah, ah, ist ein Augenblick, die Rache wird dich killen, nicht die bis einem Herzen dehnen. Gewonnen, ein großes Glück. Schon war ich nah im Staube, im lauten Spott zum Raube, dahin, dahin. Schreck zu sein. Und ist es mir gefallen, den Mörder selbst zu mörden, in seiner letzten Stunde, den Stahl in seiner Wunde, ihm noch ins Ohr zu streuen. Die Rache wird dich killen. Nun ist es mir gefallen, den Mörder selbst zu mörden. Habe ich einen Augenblick, die Rache wird dich killen. Ich rufe dein Geschick, Triumph, der Sieg ist mein, der Sieg ist mein, er ist mein. Hauptmann, sehen Sie unablässig und mit der größten Achtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet sich nähern sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Fort auf eure Posten! Ich muss den Alten zu gewinnen suchen. Ohne seine Hilfe kann ich es nicht ausführen. Rocco, komm her! Jetzt, Alter, Alter, jetzt hat es Eile,
dir wird dein Glück zuteil, du wirst ein reicher Mann. Was geb ich nur heran? Was geb ich nur heran? So sag doch nur in Eile, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist mein kaltem Blute, von dem verzagten Mute. Gut lange, lange dies geworden. Was soll ich? Redet, redet, bist du an, du bist, bist du ein Mann, bist du ein Mann. Ihr dürft ein Jahr nicht zäumen, dem Staate liegt daran, den bösen Untertanstellen aus dem Weg zu räumen. O Herr, dem Staate liegt daran, den bösen Untertag schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. O Herr, du stehst daran, o Herr, du stehst daran. Hör, darf ich leben, will ich leben, sonst ist das geschehen. Ich nehme ihn mit Zarre sollte weben, mit Zarre sollte weben. Doch besser, ich werde stehen. Doch besser, das Leben nehmen, das ist nicht meine Pflicht, nicht meine. Ich will mich selbst begeben, wenn dir sein Mut gebricht, so eile rasch und munter zu jedem Mann hinunter, du weißt. In kleiner Ferne, du gräbst in der Zisterne sehr schnell ein Grab. Und dann werd ich selbst vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und er verstummt. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann hör dich selbst verwundt, mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und er verstummt, zum Sterben seine Ketten, zu kurzer seine Bein, sein Toter kann ich retten, dann werd ich so. Ruf, der Menschheit stirbt.
Marceline! Kein Wort, keine Silbe. Ich will nichts mehr von deinen albernen Liebesseufzern hören. Ich leugne nicht, ich war dir gut, aber das war keine Liebe. Marceline! Fidelio zieht mich weit mehr an. So ein hergelaufener Junge, der Gott weiß, woher kommt, den der Vater aus bloßem Mitleid am Tore aufgelesen hat, der arm und verlassen ist und den ich trotzdem heirate. Was habt ihr beide denn wieder zu zanken? Ach, Vater, er will, dass ich ihn lieben, dass ich ihn heiraten soll. Ja, ja, sie soll mich lieben. Still. Nein, von einer Heirat ist jetzt keine Rede. Mich beschäftigen andere Dinge. Vater Rocco, ihr verspracht schon einige Male, die Gefangenen in unseren Festungshof zu lassen. Heute ist das Wetter so schön. Der Gouverneur kommt um diese Zeit nicht her. Oh ja, ich bitte mit ihm. Kinder ohne Erlaubnis des Gouverneurs? Na, mag's denn sein. Jacchino und Fidelio, öffnet die leichteren Gefängnisse. Ich gehe zu Pizarro und halte ihn zurück. Thank you.
Zusammen raff ich meinen Mut und trug ihm alles vor. Und sollst du's glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, wieder erlauben, heute führ ich in die Kerker dich hinab. Deine Freude, nur noch ein Augenblick, dann gehen wir schon beide, ja, dann gehen wir schon beide. Wohin? Zu jenem Mann hinab, dem ich seit vielen Wochen stets weniger zu essen gab. Ah, wird er losgesprochen? Oh nein! So sprich, so sprich! Oh nein, oh nein! Wir müssen doch wie befreien, er muss in einer Stunde den Finger auf dem Munde von uns begraben sein. So ist er tot. Noch nicht, noch nicht. Ist ihn zu töten deine Pflicht, ihn zu töten deine Pflicht. Nein, guter Junge, zittere nicht. Zum Morden dient die Frau nicht. Nein, 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 nein. Selbst hinab. Ihr beide.
auf solche Art, der unten stirbt,
Doch lasst die anderen jetzt fröhlich hin und wieder wandern, für jenen sei der Zorn gespart. So eile ihm sein Grab zu graben, hier will ich stille Ruhe haben. Schließ die Gefangenen wieder ein, magst du nie mehr verwegen sein, nie mehr verwegen sein. Unterirdischer Kerker. Es ist dunkel und feucht. In der Ecke eine mit Steinen und Schutt bedeckte Zisterne. Eine Gittertür führt in die trostlose Einsamkeit hinab. Der Staatsgefangene Florestan ist mit einer langen Kette an die Mauer gefesselt. Thank you.
Säusel der Luft. Und ist nicht mein Grab mir ein Hellet? Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft sich tröstend zur Seite, mir stellet. Ein Engel, Leonore, Leonore, galt ihm zugleich, der für mich zur Freiheit erschleicht. Und spür ich mich linde, samt Säusel der Luft. Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft, ein Engel, sich tröstet zur Seite mir stellt. Ein Engel, Leonore, Leonore, der Gattin sogleich, der, der, der mich zur Freiheit, zur Freiheit, ins himmlische Reich, zur Freiheit, zur Freiheit, ins himmlische Reich, der, der, für mich zur Freiheit, zur Freiheit. Kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe. Das ist natürlich. Es ist ja tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, nein. Er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. Hier unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir eine Haue und du stelle dich hierher. Du zitterst? Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt. So mache fort. Im Arbeiten wird dir schon warm werden. Come.
ist nicht leicht. Noch etwas noch. Es ist nicht leicht. Noch etwas noch. Er erwacht, sagst du? Was in mir vorgeht, ist unaussprechlich. Nun, ihr habt wieder geruht? Geruht? Wie fände ich Ruhe? Oh Gott, er ist's. Ich kann nichts daran ändern. Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Sagt mir endlich, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Der Gouverneur ist Don Pizarro. Pizarro? Er ist's. Schicket so bald als möglich nach Sevilla. Fragt nach Leonore Florestan. Sagt ihr, dass ich hier in Ketten liege? Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch genutzt zu haben. Gebt mir wenigstens einen Tropfen Wasser. Ich darf euch nicht verschaffen, was ihr verlangt. Alles, was ich euch anbieten kann, ist ein Restchen Wein, das ich im Kruge habe. Fidelio. Hier ist der Wein. Wer ist das? Mein Schließer. Es ist nur wenig Wein. Aber ich gebe ihn euch gern. Meister Rocco. Du bist ja ganz bewegt. Wer sollte es nicht sein? Ihr selbst. Es ist wahr. Der Mensch hat so eine Stimme. Ja. Sie dringt in die Tiefe des Herzens. Ich werde nun im besten Felden, der Himmel,
Charles ist bereit. Ich gehe, das Signal zu geben. Oh Gott, gib mir Mut und Stärke. Wo geht er hin? Beruhige dich. Oh, meine Leonore. Soll ich dich nie wiedersehen? Sei ruhig, sag ich dir. Ist alles bereit? Ja. Die Zisterne braucht nur geöffnet zu werden. Gut. Der Jüngling soll sich entfernen. Geh, entferne dich. Soll ich ihm die Ketten abnehmen, Herr? Nein, aber schließe ihn von der Mauer los. Die Zeit ist dringend. Wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt, der Rache dunkle Zeit zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht, Pizarro, den du stürzen wolltest, Pizarro, den du fürchten solltest, die Tour als Rächer, die Tour als Rächer, als Rächer hier. Mit Zeiten gefürchten solltest, mit Zeiten gestürzten solltest, die Tour als Rächer hier, als Rächer, die Tour als Rächer hier. Ein Mörder steht noch einmal rot. Hast du getan zurück? Nur noch ein Augenblick und dieser Wald. Zurück! Und dann was soll's? Du Spuren, du Spuren, was du hörst, diese Brust. Der Tod hat ihr geschworen, ihr keine Wörter. So
Platz vor dem Schloss mit der Statue des Königs von Spanien. Die Schlosswachen marschieren auf und bilden ein offenes Viereck. Der Minister Don Fernando erscheint. Das Volk jubelt ihm zu. Die befreiten Staatsgefangenen knien vor dem Minister nieder. Nur
Thank you.
solches Weib errungen, im unser Jubelein, unser Jubelein, Alles weiter, um und wer ein Alles.